Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Blaue Faden. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Auch heute waren unsere Kinderreporter im Einsatz, und zwar in unserer Hauptstadt Berlin. Den Anfang macht Anais mit ihrem Beitrag, denn sie hat den Schauspieler Florian Stetter getroffen und mit ihm unter anderem über Kinderbewusstsein geplaudert. Denn er hat eine ganz besondere Mission. Ich bin hier gerade in unserer Hauptstadt Berlin und gleich treffe ich Florian Stetter. Er ist Schauspieler und Botschafter für die Stiftung Hänsel und Gretel. Und ich werde ihm ein paar Fragen als Botschafter, aber auch als Vater zum Thema Kinderbewusstsein stellen. Hallo Florian, wir haben uns ja jetzt aufs Du geeinigt. Was ist denn eigentlich für dich Vertrauen? Oh, Vertrauen ist, dass man sich fallen lassen kann miteinander. Dass man dem anderen eine Hand gibt und eine Hand zurückkommt, sodass man sich gegenseitig hält und führt und keine Angst haben muss. Du hast ja auch in dem Film Der Geschmack von Apfelkernen mitgespielt, und da wurde ja auch einer Frau eine Augenbinde umgebunden und sie hat dann einen Apfelkern in den Mund bekommen. Würdest du dann sagen, das ist Vertrauensmissbrauch? Bei Erwachsenen, glaube ich, ist Vertrauen, das gilt sehr viel, und Kinder müssen sich darin ausprobieren können. Die müssen auch mal jemand aufs Glatteis führen dürfen, ohne dass das gleich ein Problem ist und so. Und trotzdem kann eine Freundschaft ja halten, es kann ein Spiel sein, was letzten Endes dann allen Spaß macht. Und ich glaube, so ist es bei den Jugendlichen in dem Film. Und wie wäre das jetzt für dich, wenn man das bei dir machen würde? Es kommt drauf an. Wenn ich dich nicht kennen würde, wäre ich sauer. Wenn ich dich kennen würde und wir ein Spiel machen würden, dann fände ich es okay, glaube ich. Wie bringst du denn deinen Kindern bei den richtigen Dingen zu vertrauen? Ja, das ist schwierig, das ist manchmal gar nicht so leicht, aber letzten Endes versuche ich die Dinge, die ich für mich richtig finde oder wo ich denke, so, da weiß ich jetzt, das ist gefährlich, wenn ich da jetzt hochklettern würde, dann sage ich meinem Sohn zum Beispiel auch, kletter da besser nicht hoch oder geh da nicht ganz so weit hoch. Ich kann letzten Endes nur aus meinen eigenen Erfahrungen hergehen, oder ich muss einfach genau hingucken, was mir meine Kinder anbieten. Das ist auch wichtig, dass man hinguckt und sagt, ich lasse mich von meinen Kindern überraschen, ich schaue, was sie tun, und dann versuche ich sie zu führen. Eben erstmal, dass sie sich nicht wehtun oder dass kein anderer ihnen wehtut. Ich glaube, das ist für Eltern ganz wichtig, dass sie ihre Kinder dementsprechend führen. Aber manchmal kann es auch sein, dass mich mein Kind im positiven Sinne überfordert, dass einfach sehr viel kommt, was ich erstmal noch gar nicht verstehe. Dann muss ich mir Zeit nehmen, das ist wichtig. Wie willst du deinen Kindern das Kindsein denn erhalten? Indem ich sie, glaube ich, nicht versuche zu erziehen oder in dem Sinne ihnen ständig was beibringen zu wollen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man ein Kind erstmal Kind sein lässt. Ein Kind will entdecken, möchte ganz viel selber rauskriegen, will sich bestimmte Antworten auch selber geben oder mit anderen Kindern zusammen. Und das ist wichtig. Und als Erwachsener hat man oft den Impuls, dass man dem Kind sofort irgendwas erklären will, wie jetzt irgendwas ist und wie die Welt ist und dass man doch das ganz toll ist. Und wenn man das macht, dann ist das so und so. Und ich glaube, da sollte man sich manchmal besser zurückhalten. Ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube, wir als Erwachsene sollten uns manchmal Kindern gegenüber eher bremsen, als ständig versuchen, sie zu führen oder ihnen irgendwie super gute Tipps zu geben, weil so gut sind die oft gar nicht. Was ist denn für dich Kinderbewusstsein? Kinderbewusstsein ist, glaube ich, das auch ein bisschen, dass man eben sich Zeit nimmt für Kinder, dass man Kindern zuhört, dass man Kindern eine Fläche gibt, wo sie sich entdecken dürfen, wo sie Vertrauen finden können zu der Welt, zu ihrer Umwelt, zu den Menschen, mit denen sie Kontakt aufnehmen. Ich glaube, darum geht es, dass man Kinder in diesem Feld schützt, dass man ihnen einen Bereich anbietet, wo sie eben geschützt Kind sein dürfen und sich ausprobieren dürfen. Okay, dann vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Tschüss. Also Florian ist jetzt wieder nach Hause zu seinen Kindern gegangen und ist ja auch kinderbewusst. Aber er hat auch echt toll geantwortet auf die Fragen und es war auch echt beeindruckend. Und bei so einem Interview habe ich das noch nicht mal so erlebt. Und damit gehe ich den blauen Faden zurück ins Studio. Jetzt wird's international. Nathalie schickt Kinderbewusstsein auf Weltreise. Ich stehe hier vom Brandenburger Tor und ich will Kinderbewusstsein auf die Reise schicken, durch die Welt. Mal schauen, in wie viele Länder ich komme. Was ist für Sie Kinderbewusstsein? It's to see children and to take care of them. I have two children at home. I'm from Stockholm and it's to see them and take care of them. It's our future. I suppose it's
taking into consideration things like history, for example, how do children access it, understand it. Actually, I didn't know that at this time, but I have a child, little son, and it's quite important to child awareness, and then I totally agree with what you are doing. Aber ich denke, Kinder sollten normal aufwachsen können. I'm from Colombia, and as you know, this is an emerging country. Economy is still, growing, and we have a lot of social problems still. And one of those things is basically child awareness. So, people try to cover things that the state are not covering yet, and try to help children through foundations and, voice by voice helping. Wollen Sie mit mir ein Selfie machen für Kinderbewusstsein? That is okay. Was ist für Sie Kinderbewusst? Yo creo que el problema de la infancia en todo el mundo principalmente parte de la desigualdad. Es una cuestión ligada a la desigualdad. Si tenemos un mundo más equitativo, tendremos una mejor infancia. Creo que eso es la base, tanto en España como en Alemania. Dass man die Kinder als vollständige Menschen in der Gesellschaft akzeptiert, das ist für mich Kinderbewusstsein. Just bearing in mind children and everything we do, are we doing fun things for them? Are we making the world a better place for them? C'est pas une expression claire, mais est-ce que ça veut dire être conscient de la personnalité des enfants et de ce qu'ils sont? Si c'est cela, qu'est-ce que tu veux? Ich habe mir jetzt 20 Minuten Zeit genommen und bin mit Kinderbewusstsein in Kolumbien, Spanien, Frankreich, England und natürlich Deutschland angekommen. Und damit geben wir den blauen Faden zurück ins Studio. Kinderbewusstsein ist also auf der ganzen Welt ein Thema. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Zeit Ihnen. Bis bald. Tschüss. Er macht hier zwar eine Riesenschau für Kinder und verdient damit noch Geld, aber kinderbewusst fand ich das nicht. Was ist für Sie Kinderbewusstsein? Junge Sportler aus der Region wird präsentiert vom Eva-Waschpark Ettlingen in der Herzstraße. Annahme, Vorbereitung, Absprung und Punkt. Für Jens Sandmeier vom TV Ingersoll Bühl ist diese Kombination Alltag, denn der 20-Jährige lebt seinen Traum. Er ist Volleyballprofi. Auch im Handball und Tischtennis zeigte Jens in seiner Jugend gute Anlagen, entschied sich letztendlich jedoch für den Sport seiner Eltern. Mit Erfolg. Nach 3-4 Jahren kam der Sprung in die zweite Bundesliga, wo ich dann 3 Jahre gespielt habe, wo mich dann der Trainer von Bühl gesehen hat. Und dann vor einem Jahr bin ich dann in den Kader von TV Ingersoll Bühl gekommen mit der ersten Liga. Dort wird er von Ruben Wolochin trainiert, der ihn vor 2 Jahren entdeckte. Der argentinische Coach weiß genau, was er an dem talentierten Außenspieler hat. Er hat viel Potenzial in Attack. Er hat viel besser in Annahme bekommen. Und ich denke, überall ist ein gutes Projekt für unsere Mannschaft. Mit seinem Trainer und der Mannschaft verbringt Jens Sandmeier vermutlich mehr Zeit als mit seiner Freundin. 2-mal pro Tag trainiert der TV Bühl. Dazu werden an nahezu jedem Wochenende Spiele absolviert. Für den gebürtigen Karlsruher bleibt dennoch genug Zeit, sich akademisch weiterzubilden. Also ich studiere Energieverfahrenstechnik an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Und das ist ein Fernstudium, das heißt, das ist kein Präsenzstudium. Das heißt, ich kriege alle 3 Monate Hefte zugeschickt. Muss die dann selber durcharbeiten,
kriege aber durch ein Online-Portal auch Fragen und Antworten durch Dozenten, aber muss mir das meiste am Stoff selbst erarbeiten. 1 bis 2 Stunden täglich investiert Jens zwischen den Trainingseinheiten für sein Fernstudium. Hinter dieser zusätzlichen Belastung stecken vor allem langfristige Überlegungen. Also ich könnte jetzt im Moment vom Sport leben, ja, aber ich könnte jetzt nichts zurücklegen, sodass ich sagen kann, ich mache das noch 3 Jahre und dann muss ich nichts mehr arbeiten. Und deswegen habe ich das auch mit dem Studium gemacht, damit ich nicht am Ende mit leeren Händen dastehe. Mit leeren Händen dastehen wird Jens in den nächsten Jahren sicherlich nicht. Schließlich steht er erst am Anfang seiner Karriere. In seiner 2. Bundesliga-Saison will der 2-Meter-3-Riese sein gutes Premierenjahr bestätigen, wenn nicht sogar übertreffen. Seiner Stärken und Schwächen ist er sich dabei durchaus bewusst. Ich kann mich natürlich in der Athletik noch verbessern, dadurch, dass ich noch recht jung bin, also Athletik und Kraft. Technischen Bereich würde ich sagen, ist schon alles soweit in Ordnung. Jens Sandmeier weiß also, wo er noch anpacken muss. Aktuell steckt er mit dem TV Bühl mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison, die Ende Oktober beginnt. Direkt zum Auftakt wartet mit den Berlin Recycling ein echtes Schwergewicht auf die Bühler. Dort will Jens dann zeigen, was er am besten kann. Annahme, Vorbereitung, Absprung und Punkt. Junge Sportler aus der Region wurde präsentiert vom Eva Waschpark Ettlingen in der Herzstraße.